Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Haul-Video. Das ist aber ein bisschen anders, denn ich bin zeitgleich auch auf einer kleinen Mission unterwegs. Denn ich habe mir jetzt verschiedene Parfüms bestellt und ich möchte herausfinden, welche von diesen Parfüms einem Fliederduft am nächsten kommt, beziehungsweise den Fliederduft am stärksten in sich vereint. Und ja. Deswegen starten wir einfach mal unsere Mission. Ich habe Parfüms von Douglas bestellt und schauen wir doch einfach mal rein, was ich hier habe. Ihr seht schon, ich habe auch, ich komme nicht dran vorbei. Und zwar ist das ein Flieder Badesalz und ich bin mal gespannt. Das hat ja auch dieses Schleierkraut, ich weiß gar nicht, wie das riecht. Ich hoffe, es riecht nicht zu chemig, aber ich bin schon mal gespannt. Also bei mir ist wirklich alles momentan mit Flieder, weil einfach die Zeit dafür ist. Und Flieder ist vom Duft her einfach himmlisch. Das ist eigentlich meine Lieblingsblume so gesehen. Hier haben wir einmal ein Eau de Toilette von Laura und das ist das Lovely. Und dann habe ich eins von Gucci Eau de Parfum Pure Femme. Ich weiß nicht, bei Gucci ist es wirklich, wirklich sehr, sehr verwirrend, weil viele von denen heißen Guilty. Das gleiche ist auch mit dem Bloom. Die haben ja diese Bloom-Reihe rausgebracht und da haben die mindestens fünf verschiedene Düfte, die heißen alle Bloom. Aber was das genau dann ist, wow, das ist echt schwierig bei denen. Dann haben wir eine Marke, die ich noch gar nicht kenne, Trussardi. Und das ist My Name. Und einmal von Estée Lauder, das Pleasure. Das ist ebenfalls ein Eau de Parfum, also kein Eau de Toilette. Zudem habe ich auch noch diese Nagelaufkleber gekauft, die waren reduziert, deswegen habe ich sie mitgenommen und das passt eigentlich farblich auch sehr, sehr gut zu dem Flieder-Thema. Die sind von Miss Sophie, die habe ich noch nie ausprobiert, deswegen bin ich gespannt und man sieht auch, die haben mehrere Größen, was ich sehr, sehr gut finde. Mal gucken. Ich bin schon gespannt. Ich meine, man kann hier einen Streifen für zwei Finger nehmen. Gucken wir mal. So, das tue ich jetzt mal zur Seite, weil das hat mit dem Thema eigentlich wenig zu tun. Und dann starten wir einfach mit den Parfüms. Die haben alle irgendwie die gleiche Farbe. Ich habe mir jetzt hier diese Parfüm-Teststreifen besorgt und werde damit einmal prüfen. Ich habe geguckt, ich habe wirklich lange recherchiert, dass der Fliederanteil nicht in der Kopfnote drin ist. Das heißt, die Kopfnote ist das Erste, was man riecht, wenn man das Parfüm aufsprüht. Das verfliegt aber relativ schnell und dann kommen andere Noten zur Geltung. Das heißt, dann kommt die Herznote. Die Basisnote, wie der Name schon sagt, ist dann auch wirklich das, was am längsten bleibt, was sie am längsten riecht. Und die Düfte unterscheiden sich. Das heißt, es ist ein Prozess, der da stattfindet und dass der Duft nie immer gleich riecht. Deswegen werde ich mir auch ein bisschen Zeit lassen mit denen hier. Ich werde das hier aufsprühen und mir ein bisschen Zeit lassen, um das Ganze entfalten zu lassen. Gut, ich starte auch jetzt hier direkt mit Laura. Packen das mal aus. Ich kenne die Marke, aber ich habe noch nie ein Parfüm von denen gehabt. Der Flakon ist eigentlich das Typische, was man von Laura kennt. Die sind meistens so in dieser Form. Und wir nehmen uns mal einen Teststreifen. Ich werde das jetzt hier mal draufschreiben. Das ist einmal Laura. Werde es hier drauf sprühen. Okay.
Es riecht erstmal sehr, sehr blumig. Der Duft kommt mir bekannt vor. Ich kann es aber nicht. Es riecht ein bisschen nach einer Frucht. Okay, dann lassen wir das einfach jetzt mal ein bisschen liegen. Ja, es riecht irgendwie nach Erdbeere oder so. Okay, wir lassen das jetzt mal liegen. So, packen wir das Guilty aus. Okay. Und die Flakons sehen auch relativ ähnlich aus. Ups. Mal. Es riecht ein bisschen streng, sehr intensiv. Oh, da kommt der Fliederduft raus. Oh. Also, ich rieche definitiv Flieder raus. Wow, okay. Fragt sich nur, ob das jetzt die Kopfnote war oder schon die Herznote. Ich glaube aber eher die Kopfnote. Okay, gut. Lassen wir das noch ein bisschen liegen. Ich packe Estée Lauder aus. Ein relativ schlichtes Flakon. Sehr, sehr dezent. Gucken wir mal. Es riecht ein bisschen holzig, wie an Weihnachten. Und auch sehr blumig. Es erinnert mich an einen Adventskranz. Flieder rieche ich noch nicht raus. Es hat auf jeden Fall irgendwas Holziges drin. Etwas blumig, aber nicht sehr stark. Also die Düfte sind alle recht angenehm, muss ich sagen. Also es ist jetzt nichts, was penetrant ist. Das mag ich gar nicht. Wenn ich ein Parfüm dann wirklich aufsprühe und es riecht gleich so stark und penetrant, das mag ich gar nicht. Dann Drossadi. Packen wir das gute Stück mal aus. Oh, wie süß. Das ist richtig süß. Okay. Vom Geruch her ist das, man riecht das gar nicht so. Es ist sehr, sehr dezent von dem Duft her. Ich kann das gar nicht richtig einschätzen. Keine Ahnung. Ich rieche das gar nicht. Entweder sind meine Geruchsknospen irgendwie dahin oder. Aber das ist doch ein. Doch, das ist ein Eau de Parfum. Es riecht süßlich, aber recht schwach. Vielleicht sollte ich mehr drauf sprühen, aber ich habe doch viel drauf gesprüht. Okay, wir lassen das jetzt mal liegen. Und wir haben jetzt insgesamt vier Düfte. Und ich werde jetzt einmal die Laura austesten. Es riecht nach wie vor ein bisschen fruchtig. Den Fliedergeruch rieche ich gar nicht raus. Nee, gar nicht. Es riecht ein bisschen nach Rose. Nee, also Laura ist es nicht. Das riecht sehr fruchtig, sehr blumig, aber recht angenehm. Also es ist jetzt kein Parfüm, wo ich sage, nee,
Ganz bestimmt nicht, das werde ich mir definitiv nicht drauf sprühen, aber es gefällt mir richtig gut. Also das, also als Flieder-Parfüm, nein, definitiv nein, aber als normales Parfüm auf jeden Fall. Also eher nicht auf meiner Mission. So, gucken wir mal bei dem Gucci. Wow, also da rieche ich den Flederduft. Ich rieche ihn und das ist stark. Wow. Oh. Zu dem Gucci muss ich euch noch etwas erzählen, denn ich habe nämlich Guilty nochmal in einer anderen Version. Und die Flakons unterscheiden sich. Also ich habe jetzt hier einmal das Eau de Toilette und das ist das normale Guilty Parfüm. Das hier ist golden. Und das hier ist Rosé von der Verpackung. Ich habe auch hier den Fliederduft rausgerochen, aber erst nach einer gewissen Zeit. Und die Verpackung, ihr müsst bei Gucci echt aufpassen. Die Verpackung ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier einmal, das ist das Eau de Parfum für Gucci Guilty. Und ich zeige euch mal die Verpackung für das Eau de Toilette. Das ist das Guilty Eau de Toilette. Die Verpackung ist definitiv anders. Das ist, hat eine goldene Aufschrift. Das hier hat eine roséfarbene. Und passend dazu halt Guilty ist das. Und das ist das Eau de Parfum. Ich, nicht Eau de Parfum, sondern Eau de Toilette. Ich muss sagen, von den Düften sind sie schon unterschiedlich. Da merkt man richtig den Fliedergeruch raus. Da so ganz leicht dezent. Das hier verfliegt natürlich ein bisschen schneller, aber das ist normal. Es hat aber einen anderen Duft. Deswegen bin ich froh, dass die beiden sich vom Duft her unterscheiden. Was ich euch nicht empfehlen würde, ich habe mir nämlich noch das Eau de Parfum Intense, auch Parfum, gekauft. Die Verpackung, also die, das Flakon ist dieses hier. Das ist komplett Rosé-Bronze. Würde ich euch nicht empfehlen. Das hat mit dem Fliederduft gar nichts zu tun. Ist auch recht stark vom Duft her. Sehr, sehr intensiv. Ist jetzt nicht so meine Richtung. Deswegen passt bitte auf. Wir haben nämlich hier drei verschiedene Parfüms. Alle heißen Guilty. Und alle haben Parfüm im Namen. Genau. Das ist das Intense. No. Diese ja. Okay. Ich rieche noch mal kurz dran. Ich rieche noch mal kurz an der Probe. Der Fliederduft ist jetzt ein bisschen verflogen, aber man riecht ihn noch. Wow. Geil. Also, wow. Okay. Kommen wir zu dem Lauder. Kommen wir zu dem Lauder. Oh, man riecht den Flieder aus. Oh, wow. Es ist eine andere Art von Fliederduft. Ich glaube, das ist mehr so der weiße Flieder. Wow. Auch geil. Gefällt mir gut. Wow. Also. Das auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu dem hier. Der hat mich bisher nicht wirklich überzeugt. Warten wir mal. Es riecht ziemlich nach Süßigkeiten. Nach einem Kuchen. Aber nichts mit Flieder. Null. Gar nicht. Und es ist echt schwach. Also ich habe auch mehrmals drauf gespielt, aber es riecht sehr schwach. Es ist auch wieder auch kein Duft, wo ich sage, nee, das geht gar nicht, das kann ich mir nicht antun. Aber es hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Flieder zu tun. Null. Okay, also das fällt raus. Kann auch sein, dass ich etwas länger warten muss. Ich weiß es nicht, wie es halt riecht, wenn es wirklich die Basisnote erreicht oder ob es schon erreicht hat, keine Ahnung. Gut, dann haben wir ja auch die Gewinner. Also Laura und Rosadi, My Name, die kommen jetzt weg. Und wir haben zwei Gewinner.
Einmal das Gucci Guilty, das in der goldenen Verpackung bzw. im goldenen Flakon. Und einmal das Estée Lauder. Und das heißt, Moment, Pleasure. Pleasure, genau. Das sind meine Favoriten. Und ich setze noch ein anderes dazu, das Eau de Toilette. Das hat aber, wenn man die Basisnote erreicht, dann wieder einen ganz anderen Geruch. Also das riecht dann tatsächlich nochmal eine Spur nach etwas anderem. Ist aber nicht unangenehm. Also das ist, hier durchläuft man wirklich so ein Blumenbouquet. Also wirklich startet von dieser Note dann zu dieser Note, dann zu dieser Note. Also hier habt ihr sehr, sehr viele verschiedene Blumennoten. Das hält leider nicht so lange. Das finde ich sehr schade. Ich bin mal gespannt, wie lange das hier hält. Und ja, ich sag euch, Mission complete. Also ich bin sowas von erleichtert, dass ich etwas gefunden habe, was dem Fliederduft am nächsten kommt. Denn Flieder Parfüm herzustellen ist sehr, sehr schwierig, weil man den Duft nicht wirklich nachstellen kann, nicht extrahieren kann. Und deswegen findet man einfach Fliederparfüms fast gar nicht. Ja, wenn, dann sind sie halt sehr, sehr selten. Und ich weiß nicht, was das Ganze kostet. Genau, das sind meine Favoriten, das sind mal die Gewinner. Und ich sage, definitiv ja. Gut, ich hoffe, dieses Special hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.